Rubenacker. Okay. Gute Geld, Bruder. Fußball? Leute, ich kann euch frohe Kunde überbringen, denn im letzten Part haben wir glücklicherweise Rusty Bucket Bay abgeschlossen. Endlich! Das hat mich nämlich Kopf und Kragen gekostet, da ich einen Fehler gemacht habe und einen Safe State aus Versehen gesetzt habe. Dann konnte ich die ganze Welt nochmal spielen, aber das macht nichts, Leute. Es bleibt mir trotzdem in Erinnerung. Zwar keine positive Erinnerung, aber eine Erinnerung ist eine Erinnerung, I guess. Herzlich willkommen, Leute. Endlich ist die Welt fertig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Irgendwie zumindest. Scheiße. Leute, Rusty Bucket Bay ist fertig. Das heißt, uns fehlt nur noch eine Welt, die finale Welt. Und genau diese werden wir heute aufsuchen. Der Wasserpegel hier ist nämlich gestiegen. Aha, Schitti. Hier haben wir schon mal ein Oberwelt-Puzzleteil, das uns erschienen ist, dank dem Schalter. Alles klar, alles gut, gar kein Problem. So, ui. Kann man hier etwa rein? Oder nein? Was ist denn das? Achso, nee. Hier? Ah! Die nehme ich gerne mit. Man weiß ja nicht, was einen in der letzten Welt erwartet. So, ich denke mal, hier müssen wir auf. Dann machen wir das. So, 800 und 640 werden gebraucht. Das geht sich locker flockig aus. So, Leute. Die letzte Welt kommt näher. Und die Fipsile sind ab. So, damit geht's aber, ha? Endlich kann ich den Dingern mal zeigen. So. Gerechtigkeit. Soll ich meine Leben gerade wieder auftanken hier? So. Jetzt sind wir gut gestärkt. Ich will euch ein Rezept verraten. Ich mache den besten Bärenbraten. Oh, das freut mich. So. Ein Stier. Die Musik, herrlich. Was ist das für einer? So. Aha, okay, das scheint die Welt zu sein. Aber sie ist natürlich noch zu. Da wir den Ding noch nicht gefunden haben. Den Puzzle... Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Schalter-Dingens. Wo könnte der nur sein? Vielleicht, Leute, denkt mal zurück. Vielleicht haben wir den ja schon mal irgendwo gesehen. Im Prinzip könnte man da schon rein. Denn ich weiß ganz genau, wo der ist. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wisst ihr das auch. Der ist nämlich ziemlich fies versteckt. Denkt mal zurück. An Part Nummer 2. Was ist das? Na? Na? Dämmert's bei euch? Wo haben wir das schon mal gesehen? Genau da werden wir uns jetzt hinbewegen. Jetzt schauen wir erstmal, wohin uns dieser Weg führt. Oh, herrlich. So, guck mal. Das Spiel will sogar, dass wir da wieder rausgehen. Das geht doch.
so. Oh, und bevor wir es vergessen, wir müssen ja noch das Oberwelt-Puzzle-Teil holen. Bei Freeze Easy Peak. Oh, da bin ich gerade eins zu tief gekommen, oder? Freeze Easy Peak ist ja hier. Da ist ja auf dem Adventkalender noch ein Puzzleteil. Da müssen wir immer noch schauen, dass wir da irgendwie hochkommen. So. Der Schneemann hier. Also haben wir ja schon mal versucht, da hochzukommen, aber irgendwie ohne Erfolg. Ich bin der Meinung, ich habe da vielleicht was vergessen. So. Turnschuhe? Aha, okay. Ja, das haben wir übersehen. Ah, da ist eine Flugplattform, alles klar. So, danke Kamera. Du shit, die Schatten! Meine Herren, ey. Ja, die Zeit scheint echt sehr knapp bemessen zu sein. Ich weiß nicht. Na gut, müssen wir einfach nochmal versuchen. Und dieser Schnee-Ohrschluch. Keine Ahnung, was der zu melden hat. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt töten soll. Ich sehe euch hier aus der Höhe. In meinem Bett. Da tanzen Flöhe. Danke für die Info. Ja, jetzt wird mir das wieder angezeigt. Während mir das angezeigt wird, hätte es ja ruhig weiterlaufen können. So. Ui, jawohl. Und hier können wir sogar durchfliegen. So. The question is, soll ich mich jetzt um den Scheiß Schneemann kümmern? So, wo ist der Hurensohn? Ach, nichts Gescheites gibt's dafür. Ja gut, aber immerhin ist er tot, liebe Freunde. So, hoch hinaus zum Puzzleteil. Gar kein Problem. Hätten wir das auch erledigt. Die Nummer 9. Ich schätze, ein 10. wird es auch noch geben. Aber da werden wir wahrscheinlich in der letzten Welt noch einen Schalter finden müssen, der das dann aktiviert. Jetzt müssen wir die letzte Welt aber erstmal freischalten. Liebe Freunde, dann machen wir das doch. So. Wo führt mich dieser Kollege hin? Yo! Ganz am Anfang zurück. Dann sind wir ja schon mal da. Mehr Facke, die Shitty, mehr oder weniger Facke. Richtig. So. Na, jetzt wisst ihr, wo ich hin will, oder? Whoop. Genau hier unten. Man muss sich da wirklich ganz weit zurück erinnern, aber gar kein Thema. Zum Glück haben wir das vorhin schon gefunden. Davor schon. Sonst müssen wir jetzt ewig suchen. Haben wir mit dir schon geredet? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. In der Hexenschule war ihr Spitzname Bussardfratze. Was? Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze ist ranziges Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei blutorangenrot. Fettige Haare stören mich nicht. Warzen schmücken mein Gesicht. Oh, ihr armen Schatzis, eure Energie ist etwas... Ja gut, danke. Wieder was Neues erfahren. Wie gesagt, merken wir uns das alles lieber. So. Wow. Wie viele darf gebraucht werden? Aber 35, das Hammer. Leute, ich darf euch verkünden, wir können nun die letzte Welt betreten, die da heißt Click Clock Wood. Eine wirklich sehr schöne Welt. Leute, wir sehen uns gleich dort.
So Leute, hier bin ich nun vor Click Clockwood und ich sage euch eins, diese Welt hat ein ganz schön tolles Gimmick und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Leute, ich liebe diese Welt, die Musik ist geil. Betreten wir sie doch einfach. Hä? Ich dachte, wir haben sie schon betreten. Vier Türen in den Himmelsrichtungen. Eine Blume. Eine Sonne. Ein Blättchen. Und eine Schneeflocke. Was um Himmels Willen hat das zu bedeuten? So. Aha, ein Schalter mit der Blume drauf. Okay, die Blumentür, sie öffnet sich. Gut, dann gehen wir da doch mal hin. Leute, wie in jeder Welt gibt's die üblichen Sachen zu sammeln. Es regnet. 100 Noten, 10 Puzzleteile, 5 Chinchos, 2 Honigwaben. Oberweltschalter. Passt auf, Leute. Leute, ich liebe die Musik. So. Aha. Jetzt erstmal umschauen. Mumbo-Schädel. Wie? Aha. Es regnet. Hier ganz kleine Blättchen oder was das sind. Ah, Entschuldigung. Schauen wir uns doch einfach mal um, also. Was ist da unten? Ein Biber oder so? Jemand muss den Felsbrocken entfernen. Norti kommt nicht in seinen Bau hinein. So ein Ärger aber auch. Okay, ein Felsbrocken versperrt den Weg. Alles klar. Ja, dann müssen wir dann halt mal schauen, ob und wie wir das herkriegen. Aber wir können diesem Gnorti oder wie der heißt, bestimmt helfen, Leute. Als hätten wir nicht genug eigene Probleme. Aber solange uns ein Puzzleteil dafür gibt, biete ich gerne meine Hand an. So, wieder ein Mumbo-Schädel. Ja, damit 30 Stück, ja, das wird ja wohl reichen. Und wieder der Stier, ein paar Notis. Oh, da vorne ist er ja schon, der Mumbo. Ich habe überall Abzweigungen. Hier diesen Baum scheint man erklimmen zu können. Oh! Da leidet dieses arme Tier. Wäre er doch ein Fakir. Was ist ein Fakir? Oh, da kommt hier was raus. Ein Vogel. Ein Ohrschloch. Okay, da sind überall Dornen. Da kann ich wohl nicht ohne weiteres rein. Rüber. Oh, die kann ich töten. Na gut, dann kill ich den... Also, ich nehme es an, weil da kam jetzt so eine besondere Zwischensequenz, dann töte ich den Vogel da oben auch. So. Vor allem, dann kann man sich hier sicherer bewegen. Ja, wo lang? Hier geht's zum Mumbo. Ich will jetzt momentan noch nicht zum Mumbo. Ja, rennen wir einfach mal um den Baum herum.
Leute, klick, Glockwood. Nicht runterfallen am besten, so, das lohnt sich jetzt nicht. Ich muss ja eine goldene Feder einsetzen, um die goldene Feder zu kriegen. Also wäre das ein bisschen schwachsinnig. Ah, da ist der Anfangsbereich, da bei dem Platin bin ich vorhin schon hochspaziert. So. Ein Baumstamm ist da vorne. Hier ist nur so ein Extra-Leben und so ein Typ ist da drauf, aber ein Extra-Leben. Da pfeife ich ehrlich gesagt drauf. Das brauchen wir ja nicht unbedingt. Ja. Okay. Freudige Viecher, Mann. Zwanzig Noten. So. Hätt dich doch, Banjo, Mann. Das hebst du dich nicht. Ja gut, wir sind hier ja nicht in Banjo-Tooie, wo du das kannst. Egal, wer hoch steigt, fällt tief. Und wer tief fällt, steigt umso höher auf, sagte ein weiser Mann eines Tages. Nicht getötet, gell? So. Folgendes, liebe Freunde, wie kann ich denn jetzt höher... Ah, da. So, da wieder so ein Abschaum. Hund, Alter. So, hier. Ah, die Blätter, das ist mir zu gefährlich im Moment. Wenn die Blätter nur größer wären oder wachsen würden. Mumbo-Schädel. So, dünner Ast hier. Jinjo müsste auch noch irgendwo sein. Also fünf Stück, aber wir haben noch gar keinen. Ist auch sehr verdächtig. So, ihr Spatzenhirner. Ist das jetzt hier? Ein Bienennest? Okay. So, ein bisschen Geschick ist hier gefragt, aber das ist überhaupt kein Thema. So, Eier. So. Oh, wie hoch sind wir denn hier oben eigentlich schon? Alter, ich will gar nicht nach unten schauen. So, was ist das? Ein Häuschen? Oder ein Häuschen im Bau offenbar, das gerade gebaut wird? Ja. Beeindruckend. Ups. So, Kamera, mach keine Faxen bitte. Fehler wird hier bestraft. So. Guck, da, Alter, das ist schon ziemlich hoch. Ich komm, oh, komm. So, wo kann ich denn jetzt hier gefahrlos runterspringen? Hier. Seh nix. Ja gut, ich brauche jetzt keine Heilung. So schwebende Brückenteile. Freut mich. Oh, hier unten ist noch so ein Bro, den ich noch töten könnte. Hallo? Was ist das hier? Aha, der Schalter öffnet die Tür mit der Sonne drauf. Was hat das zu bedeuten? Und hier ist ein Häuschen? Oh, hallo.
Was ist mit dir los? Ja, Namblit, Heimabut mit Eicheln. Ich werde noch ein wenig weiter futtern. Ja, mach das mal, wenn du Eicheln so sehr liebst. So, hast du da noch was Interessantes? Der soll sich ruhig mal ordentlich vollfressen. So, ich schau lieber nochmal, ich will ja keine Secrets verpassen. Und mehr hast du nicht zu bieten. Friss mal hier. Ja gut. Akzeptieren wir einfach mal so. So, jetzt hier Obacht wieder geboten. Es regnet hier auch. Was ist das da? So ein Ei? Ups. Ah, da kann ich hoch. Erinnert ihr euch noch an den Sumpf? Da war ja schon mal so ein Ei. Das konnten wir kaputt stampfen mit Kazooie. Vielleicht. Oh! Baba, ich bin Mary! Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Baby ist müde. Airi! Kazooie, du hast gerade ein Baby aus dem Ei befreit. Du bist die Mama. Ja, lass mal ihn mal schlafen, den Airi. Er will mal ein mächtiger Adler sein, sagt er. Okay, ja. Naja, okay. Soll er mal davon träumen? Ich meine, wenn er jetzt hier ganz einsam und allein schläft in der Wildnis. Es ist fraglich, ob er sein Ziel erreichen wird, aber ich hoffe für ihn das Beste. Und guck mal, wer da ist. Chincho. Wer ist da? Der Chincho, oh. Auch erst relativ wenige Noten. Was ist das da? Überall diese Zipfel. Puzzleteil. Geil! Unser erstes Puzzleteil? Beachtlich nach dieser Zeit. Wir haben ja eigentlich schon viel von der Welt erkundet. Wir sind schon ganz oben auf dem Bäumchen. So, da ist doch noch was, oder? Ja, außer dieses Extra-Leben. Und dieses Extra-Leben. Aber nicht, dass da oben eine Honig-Barbie ist, Bro. Oder was anderes. Noten. Ich mach mal nichts Sonderbares aus. Ja gut, jetzt haben wir den Baum also erklommen. Weiter scheint es nicht mehr zu gehen. Was machen wir jetzt? Airi, hier, der schläft. Der Biber braucht... Ach du Scheiße. Braucht Hilfe. Bei einem Stein. Ich glaube, wir gehen einfach mal zum Mombo. Und fragen den Bro, was der so meint. In was er uns wohl verwandeln wird, liebe Leute. So, ist hier noch was in diesem Dornengebüsch? Kann ja durchaus sein. So, ist hier oben noch was? Bei Mombo kann man ja nie wissen. Ja. Nee, ist aber nix. Okay, wir haben 10. Da oben sind nur Eier, gell? 10 zu viel. Passt. Okay, die letzte Verwandlung vom Spiel, liebe Leute. Ha! Mombo macht gut Zauber. Biene, bester Zauber seit langer Zeit. Wir sind Bienenbanjo, Leute. Bienenbanjo. Wir können uns in eine Biene verwandeln. Ist das nicht klasse?
Wir können fliegen, unbegrenzt fliegen. Und ihr könnt euch schon denken, jetzt wird dieser Bienenstock für uns interessant. Denn da können wir tatsächlich rein. So hat man euch das erzählt. Oh! Hey, Bro! So, ich kann auch gar nichts machen. Ich kann nur fliegen. Ich kann nicht angreifen oder so. Das heißt, ich kann diese Bros erstmal gar nicht angreifen. Die sind mir auch friedlich gesinnt. Anscheinend zumindest. Ich kann keine Stampfattacke machen, ich kann wirklich gar nichts. Lassen wir das jetzt erstmal einfach so stehen. Einstweilen können wir da ja nicht viel ausrichten, oder? Nehme ich an. So, der Regen ist wahrscheinlich nicht gut für die Biene. Gibt es hier einen zweiten Eingang, mit dem man mit dem Banjo dann da rein kann? So, da oben ist doch was, oder? Aber wo? Da ist ein Puzzleteil, oder? Komm, enttäusch mich nicht. Ich meine, für irgendwas muss die Biene ja gut sein. Irgendwo, da ist ein Loch drin, wo dann... Ah, oder es muss ja kein Loch sein. Geil. Ja, schön und gut, dass wir hier alles durchfliegen können. Aber mehr scheint es einstweilen nicht hier zu geben. Ich glaube, wir verlassen die Welt wieder. Zwei Chinsos haben wir gefunden, immerhin. Das ist auch schon was. So, wir erinnern uns, die Tür mit der Sonne ist aufgegangen. So, ist da oben noch was? Da ist noch was, oder? Aber was? Wo? Komm, dieses Wurzelwerk, das ist nicht ohne Grund da. Oder? Enttäusch mich nicht. Wohl ein Secret sein. Augen auf, Leute. Nicht mal ein dummes Extra-Leben? Das kann ich ja gar nicht glauben. Ernsthaft jetzt? Nichts? Gar nichts? Ich muss zusehen. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Oder ich habe nicht richtig geschaut. Könnt ihr was sehen? Ich sehe nichts. Ja, Pech gehabt. So, ja. Unter diesen Brücken können wir jetzt dank unserer Größe durch. Aber vielleicht hätten wir da mal mit Banjo auch durchgekommen. Scheint ja auch nichts Interessantes zu sein. Na gut, dann werden wir jetzt mal die Tür mit der Sonne betreten. So. Mumbo, Magie, gleich aus! Zauber, alle! So, wo sind wir denn jetzt hier?
Eiri ist hungrig, will 5 Raupen haben. Hä? Ist denn nochmal dieselbe Welt? Aber irgendwas ist anders. Musik ist auch anders. Alles. Leute, nach dem Frühling kommt der Sommer. Ist das nicht geil? In dieser Welt, Klick, Klock, Wut, werden wir alle Jahreszeiten besuchen, nachdem wir jetzt vorhin schon den Frühling gesehen haben, sind wir jetzt im Sommer. Guckt euch die Blätter an, die sind gewachsen. Eiri ist jetzt aufgewacht von seinem Schlaf. Hier, auch überall dieses Gras hier gewachsen, dieser Weizen. 5 Raupen will der haben, der Eiri. Ich fürchte, hungrige Tiere mögen Raupen. Das fürchte ich auch, Bro. Eiri wird sich freuen. Ist das kein geiles Level-Konzept? Was für eine tolle finale Welt. So, hier fliegen auch. Oh, es ist so heiß hier. Der See ist ausgetrocknet. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt können wir vielleicht dem Kerl hier helfen. Du siehst bärenstark aus. Kannst du mir helfen und diesen Felsen entfernen? Kann ich, Bro. Wow, wie stark du bist. Komm herein und ich werde dich fürs Dich belohnen. Okay. Hey. Ja, wie denn? Geht gar nicht, Mann. Okay, vielleicht gibt es ja dann im Herbst eine Möglichkeit, wie ich dann zu dem reinkomme. Das merken wir uns auf jeden Fall noch, dass wir dem jetzt geholfen haben. Zweite Raupe, Leute, macht die Augen auf. Raupen. Oh, und ich mache auch die Augen auf, denn wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann merke ich, der Part ist schon wieder vorbei, Leute. Es tut mir absolut leid, aber es ist leider so. Wie geil, wie geil, wie geil. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und ich hoffe, ihr kommt auch beim nächsten Mal wieder und begleitet mich hier durch den Klick, Klock, Wut. Bis dahin, alles Gute.